Dreimal hupen ist Pflicht beim Tempel. Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute die Stimme ein wenig belegt. Danke, Malaika. Sehr gerne. Moin. Moin. Ich bin wieder gesund. Ach, das ist schön. Papa hat es dafür erwischt, ne? Ja, jetzt bin ich dran. Aber husten, husten nicht nur hier. Hals hier da. Alles. Der Mann hat die Männergrippe. Ich werde sterben. Ja. Es geht zu Ende. So, heute mit dem Daimler unterwegs. Töchterchen wollte auch mal in den Genuss kommen, von einem vernünftigen Auto zu fahren. Und was sagen Sie zu dem Fahrzeug? Wunderbar, ich kenn's ja schon. Wunderbar, ich kenn das schon. Tolle Antwort. Oh, hätte ich sagen können, oh, geiles Auto, beste der Welt. Habe ich schon fünfmal gerade gesagt, als die Kamera aus war. Ja, muss aber sagen, wie die Kamera an ist. Hallo, hier ist Video. Okay, also, sie kennt das noch nicht. Naja, gut, egal. Also, wo fährt der denn? Also, wir machen heute Material kaufen. Hey, wir müssen noch mal runter in die Stadt, sagte ich ja schon. Und zwar Farbe brauchen wir ja auch noch, dass Töchterchen streichen kann. Ich bin ja wieder gesund, heißt, ich bin voller Energie. Deswegen müssen wir ja jetzt streichen. Ne? Weil mir ist ja so langweilig. Ich weiß ja gar nicht, was mit mir anzufangen ist. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Und dem kann man gleich mal Abhilfe schaffen. Was qualmt der LKW so? Guck mal. Was ist denn da drin? Hat das Ding so qualmt? Wahnsinn. Genau, hau du mal ab hier. Muss gleich mal gucken, wenn wir den hinterherfahren, wie das Ding qualmt. Also, Material kaufen. Und zwar Farbe brauchen wir noch. Dann sagte ich, wir brauchen noch Kleinteile für Trinkwasserfilter. Ja, jetzt sieht man schön. Guck mal. Was hat der denn drin? Was hat der geladen? Entweder ist das drin so kalt. Stickstoff? Ach so. Hä? Flüssiger Stickstoff? Egal. Also, Kleinteile noch für das Trinkwasser hier, das wir da anschließen können, für die Filter. Das kommt ja noch. Und was habe ich noch auf der Liste? Ein paar Kleinteile noch da, was wir noch da kaufen müssen. Da kommt das ein Ritzen raus. Denn. Von oben auch so, hinten auch. Von hinten also. Auch raus. Denn. Ist denn nicht ganz dicht, oder was? Hast du an der Leih, was ist denn? Ich weiß nicht. Oder sagen, backen, was ist das denn da? Das ist doch nicht normal, oder? Sag mal, was hat er geladen? Was steht hinten drauf? Kannst du jetzt nicht lesen? Ja, oh, was ist das denn, die schwarze, die Straßen, Teer? Die kriegst du gar nicht mehr raus. Also heiß. Mindy. Schön. Stinken tut's auch. Stinken tut's auch. Na gut. Naja, egal. Also, deswegen haben wir heute auch mal den Daimler wieder rausgeholt, weil wir nicht so viel einkaufen brauchen. Cool. Im Makro müssen wir aber auch noch rein. Da will ich noch die zwei Trinkflaschen, die großen, kaufen. Die blauen. Naja, gut, das werden wir dann sehen. Ob wir da noch reinkommen. Das ist mal heute der Einkaufstag. Schön, mach doch mal das Radio aus, sonst kommt ihr gleich wieder YouTube an. Wo, Mandy? Na, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Wie schon so, ne? Ist das denn jetzt? Der Ding, der dampft, du. Ich würde gerne mal aussteigen und dann mal anpacken. Auch noch. Das Ding heißt es. Der hat hinten Klappe auf. Guck mal. Da sind die Öffnungen auf. Das da. Ist heiß, weil da hinten ist ein Gefahrensymbol mit einem Thermostat. Richtig, da ist ein Thermometer dran. Thermometer meine ich auch. Echt, ey. Ah, da auch. Was ist das denn? Was ist denn da drin, du? Ui, hat Wut auch so. Wieso hat Wut? Mutter. Wieso hat Wut?
Ich weiß es nicht. Sind das da richtig chinesische Zeichen? Ja. Das sind chinesische Zeichen an den silbernen Dingen. Aber Kennzeichen ist von Taiwan. Ja, die Bullen von Fanny, die Otto oder die Eltern. Da sind wir schon. Ob die den Umbau endlich fertig haben? Ja, glaube. Oh, das ist ja furchtbar da. Aber wir müssen jetzt da rein, wegen der Farben. Das ist ja natürlich alles hier handgemischt. Kann man ja so nicht kaufen. Was ist das denn hier? Hallo, ich habe meinen Daimler gerade geputzt, ja? Oh, oh. Buckeltür hier. Oh. Frisch geputzten Daimler hier. So, die Tür war jetzt nicht mehr hier, der Eingang. Nein, schon zu, hin, Mai. Ich weiß, ist auch wieder weg hier. Also brauchen wir hier vorne gar nicht mehr parken. Wir parken jetzt. Lass mal parken oder so. Ich darf überall parken hier und einmal hier. So. Ach, die sind hier am Umbauen hier. Wo ist denn jetzt die Tür? Linke Tür. Jetzt haben wir eine Viertelstunde nach die Farbe jetzt gesucht. Pass auf. Wir waren erst vorher bei Jotun Farbe, ganz, ganz vorne Jotun, weil ich war mir eigentlich sicher, wir haben die Farbe damals hier jetzt gekauft bei Jotun. Und jetzt ist aber die Tante nicht da, die wo den Schrank aufmacht für das Buch für letztes Jahr, wer hat welche Farbe wohl jetzt gekauft. So, und ich denke, jetzt muss die Tante kommen da, warte noch eine Viertelstunde. Ich suche noch jetzt meine alten Videos durch, guck dann in dem Video rein, sehe dann Malaika am Streichen mit dem Farbtopf JBP und er holt das Buch daraus und da sind wir doch, da haben wir doch die Farbe gefunden. Gut, dass der Uwe YouTube-Videos macht, oder? Ist das schön? Tipptopp. Tipptopp, da konnte man gleich gucken, welcher Farbtopf war das denn? Hier. Ach, ist das schön. Bitte Abstand. Ja, reden Sie. Ach so. Dann hätten wir wirklich da jetzt dort dunkel jetzt gesessen, wäre die Tante da jetzt gekommen, mit dem Schrank aufgeschlossen und dann hätte sie gesucht und nicht gefunden, weil wir haben die Farbe ja gar nicht da gekauft. Was für ein Glück, dass ich YouTube gekauft habe. Ist das schön. So, also, selbe Farbe, ist klar, wegen die Folien sind ja dicht aufeinander, dann sieht man das ja auch, ist ja ganz klar. Wäre dann ein bisschen dumm, wenn man da einen anderen Farbton nimmt. Dann. Also deswegen dieselbe Farbe schon wieder. Preis war 1700, so wie letztes Mal auch, ne? 1700 von der Farbmenge dann auch wieder gleich. Hat ja gereicht und dann noch Grundierung. Und dann haben wir es eigentlich dann da. Dann haben wir die Farbe schon. Ey. Dass es dir nicht langweilig wird, gell? Ja, das wäre natürlich sehr misslich, wenn ich den ganzen Tag nur in der Hängematte liege und ein Buch lese. Das kann man ja keinem zutrauen. Nein, das würde auch deinem Körper gar nicht gut tun, weil du musst dich ja bewegen. Das mache ich ja mittlerweile abends. Das ist schön. Und ich habe leider immer noch keine Zeit für Laufband, weil ich muss euch sagen, das Laufband ist belegt von Töchterchen. Ich komme da nicht mehr drauf. Ich würde ja wirklich gerne drauf aufs Laufband, aber es ist immer leider besetzt. Ach, ist das schade, ehrlich gesagt. Ja, und dann ist auch schon wieder 5 und dann habe ich auch schon wieder mein Hongtong, mein Bier drin. Aber das Laufband, das ist echt in Ordnung. Ich habe gedacht, vielleicht kriege ich irgendwie Gelenke, Knie oder so, aber gar nichts. Das ist auf jeden Fall bei den Temperaturen gut anstrengend. Vor allem, wenn es dann so schwül ist. Und ich erst so um 18 Uhr oder so drauf gehe, dann ist halt, also dann schwitze ich wirklich, also aus dem Unterarm kommen dann die Schweißperlen raus. So sieht das aus bei den Temperaturen hier, da ist auch keine Klima, da ist nur mit Ventilator. Ne? Den habe ich nicht mal angemacht, so blöd war ich. Ja, er ist vom Nana. Ja, das war wirklich dumm. Da steht ein dicker Ventilator steht davor. Ja. Er kann sogar 2 Stück hinstellen. Ja. So. Nächstes Mal. Ja, nächstes Mal, ja. Also ich, wenn ich mal Zeit habe, dann, wenn es mal frei ist, gehe ich auch mal drauf. Ja. Gell? Ja, also. Farbe gucken. Wie gesagt, das ist hier so eine Mischmaschine da. Ist also dann weiß. Hat er schon mit grün drin? Na? Hat er schon mit grün drin?
Rot-Grün. Grün? Ach, das ist die alles hier. Die rote Farbe hier, ja. Dann später Checking. Mr. Chakwa. Ach Gott, Mr. Chakwa. Ach Gott, das will. Also das macht er jetzt hier rein hier. Das ist richtig Hightech. Und dann kommt hier die Farbe rein. Nur ein bisschen. Ach, gelb. Das ist gelb. Wieso gelb? Gelb und blau gibt grün. Ach was? Ja. Gelb. Dann müsstest du es einfach blau machen. Nee, nochmal gelb. Kommt hier dann mal. Bisschen grün, dann. Mm. Nee, so. Andere Farbe war das. Da, was ist das denn? Schwarz. Schwarz. Blau. Das ist blau. Das ist blau. Grün, dunkelgrün. Dann wird das so ganz wild geshaked. Richtig, ganz wild. Jetzt shaking, shaking hier. Schütteln, schütteln. Gib alles. War das jetzt blau oder grün? Boah. Grün, dunkelgrün. Ganz, ganz echt? Dunkelgrün. Grün. Ach so. Mach mir. Ja, okay, verstehe. Ui. Mr. Chakwa. Mr. was? Mr. Chakwa. Was ist das denn? Das ist Kalün. Aha. Das heißt, du kannst also hier nur Weiß kaufen. Weiß, Weiß, Weiß. Und alles wird dir dann hier jetzt gemischt. Das hat also unterschiedliche Qualitäten hier vom Lackaufbau dann da. Weißt du wohl, ne? Wasserfest für innen, gibt's für außen und dann da. Ne? So, aber nur drei Farben. Was hat er? Rot. Rot hat er. Keine Ahnung. Er sagte gerade, nein, ich habe hier schon Farben da. Ne? Bisschen so Eierschale, bisschen Creme, so hat er da, so ein bisschen so dann da. Ne? Aber von der Qualität her sei das dann nicht so gut, sagt er. Ne? Also sonst alles wirklich mischen, mischen, mischen. Dann, ne? Jetzt check. Epa! Richtig! Ja, wäre ein Ding, wenn das zu falsch wäre, ne? Richtig! Richtige Farbe! Jawohl! So, was kommt das hier? Kommt wieder rein. Das heißt, wenn wir jetzt nächstes Jahr nochmal eine Foliere bauen sollten, Teelack, für einen Ara oder für einen Kakadu oder zwei, um Gottes die Willen. Die ich auf jeden Fall nicht streichen werde. Die du nicht? Wieso heißt das? Kommst du nächstes Jahr nicht wieder? Doch, das schüttel ich aber. Schön, das schön. Das ist ein Drama. Was ist das in dem Kleintopf? Was ist das denn? So, jetzt haben sie hier umgebaut. Mein Gott, total keine Logik drin, kein Ablauf, kein... Alles durcheinander geschmissen, das ist jetzt neu jetzt gestaltet, hier kundenfreundlicher. Du findest ja gar nichts mehr hier, ehrlich du. Aber das ist jetzt nicht schön geworden, das muss ich sagen hier. Das mit dem Suchen hier, das war am Anfang wirklich übersichtlicher. Jetzt siehst du ja gar nichts mehr. Guck mal, hier haben sie jetzt hier, ne, guck mal, jetzt haben sie es hier zu. Schönes großes Schild dran, ja, du siehst aber gar nichts. Was ist denn dahinter? Ach, Gerd, das ist jetzt nicht schön geworden. Naja gut, wir haben es gefunden, was ich gesucht habe. Für den Filter. Guck, habe ich doch richtig gesagt mit der Farbe hier. 1200 Grundierung, ich habe euch gesagt, hier mit 2000
kommen wir mit der Farbe hin. Stimmte wieder mal, was der Papa erzählt hat. Das ist eine Farbe. Was hier für Autos rumfahren, du, ey, ich weiß es nicht. Neta. Ist aber auch ein Elektro, ne? Elektro. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es nicht. Auch noch nie gesehen. Neta. Neta V. Das muss auch irgendwas wieder von China sein, wa? Irgendwie auch so ein China-Staffer da. Keine Ahnung, aber geile Farbe, du. Schlüpferrosa. Das gefällt mir. So, jetzt gehen wir nochmal in den Makroputz rein. In den Flaschen, die blauen Flaschen für ja, Wasser. Ja, und Kochstudio so. Ach, Kochstudio. Ja. Was gibt's das nächste Kochstudio? Können wir schon mal einen Spoiler machen? Spoiler? Ein Spoiler? Keine heißt das Spoiler, Töchterchen? Spoiler. Ach, Spoiler, nicht Spoiler. Spoiler ist... Spoiler, ich bin wieder hier, weißt du, hier beim Manta hier, ey. Voller fette Spoiler drauf. Das ist aber falsch, ne? Ist nicht dasselbe, ne? Also gut. Spoiler. Ja. Also, was gibt's denn jetzt? Keine Ahnung, die. Keine Ahnung. Ja. Mach doch hier Pommes-Curry-Wurst. Mit Mayo und Ketchup. Und Sauerkraut. Jetzt, Bobiduna, also da, was ist das da? Ein Topf mit einem Pokal, guck mal. Oi, oi. Pokal. Oi. Der hat einen Pokal. So. Oi. Makro. Sonst aber nichts, ne? First Class und Schatten, bitte. Oh, anders sei hat. Oh, wow, gerne. Ah ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich werde einmal rumfahren. Das ist nur unwesentlich weiter. Unwesentlich. Die hier. Hier. Ich hab gesehen, ja. Ist der schön? Ja. Ach, dann gehen wir da bleibt ich mal rein. So. Hat schon. Das ist schon. Ach, Schatten gucken wir mal. Das ist schön. Schön gemacht. Oh, schön gemacht, gell? Bis Anschlag bitte rein. Ja, ja, ne? Ja, geht alles rein, geht, ne? Oder? Passt alles in das Auto da rein hier. Was für ein Auto! Ah, der mit Gastank, ne? Der schluckt halt viel vom Kofferraum. Gut, gut, gut. Da passt noch mehr rein, boah. Wir können noch mehr einkaufen. Mais? Oh ja. So, das war der Makro. Jetzt hatte ich ja eigentlich vor, ich wollte mein Töchterchen hier schön einladen hier in einem europäischen Restaurant. Da sagte sie aber, ne, ich will Thai essen. Ich bin in Thailand, ich will Nudelsuppe. Also, und zwar, warte mal, schwenkt mal rum hier. Hier hat es noch ein deutsches Restaurant, nicht ist jetzt deutsche, neu hier. Nee, Quatsch, ist nicht neu, ist europäisch dann da, ne? Ja, europäisch. Und Frankfurt, das ist hier in dem... Straße nicht gut, also... Hier rein hier? Ja. Hier rein. Also demnächst in diesem Theater werden wir da auch mal rein testen. Aber Töchterchen sagt nein. Ja, was willst du machen dann? Also, sag nein. Nudelsuppe. Nudelsuppe. Ja, beste. Okay, haben wir wieder Geld gespart. Auch schön. Aber wir werden dann demnächst mal da reinschnuppern, da mal einen Test machen. Aber heute eben nicht. Ja gut, dann machen wir Süppchen essen. Ist ja auch natürlich hier in Sakonakon. Ich sag mal für uns beste Nudelsuppe hier, ne? Muss ich sagen. Und es ist sehr gut, damit du wieder gesund wirst. Da hast du auch recht. Da hast du auch recht. Wirklich wahr. Da steckt alles drin, was man braucht, um wieder fit und gesund zu werden. Was macht der mit seinem Moped? Ja, ich weiß schon, aber da kommt er über mit seinem Moped. Diese, also der vom Deutsche, oder? Ui. So. Was ist deutsches Auto hier? Nee, Lefferlong.
So, unser Nudelsüppchen des Vertrauens. Hier gehen wir mal hin. Kennt ihr ja schon. Hier ist ja, hier sind wir immer, ne? Klar. So. Schmeckt uns am allerbesten hier. Gut und billig und kriegst eine riesen Portion. So, bisschen scharf. Bisschen Pizzasoße. Und? Schön. Schön. Voll im Schatten hier. Wieder voll im Schatten hier. Voll gegen Licht hier. Schön. Sehr lecker. Und, Töchterchen? Und, Töchterchen? Super toll. Super toll? Nein, ich liebe die Suppe, wirklich. Also, es gibt nichts Besseres. Ich würde sogar behaupten, dass das mein Lieblings-thailändisches Essen ist. Das stimmt, ja. Stimmt so, Maya. Hab ich auch so. Kann ich jeden Tag essen? Ja, hervorragend. Sind Sie schon satt? Ich muss ein bisschen langsamer essen, Kinder, ja? Ich kann halt nicht so kauen auf die Seite. Ihr wisst warum, ja? Es dauert ein bisschen länger hier, ne? Also, lass mal den alten Mann hier in Ruhe die Suppe essen. Du bist schon wieder fertig, gell? Zeig mal deinen Teller. Ja, selbstverständlich. Na sicher hier. Du bist natürlich zu lange beim Bund. Ja. Ich hab... ich will sagen, ich habe Urlaub, aber ich lebe hier. Ich habe ein bisschen mehr Zeit als du. Du verstehst, ja? Ja. Gut. Schön die Suppe aufessen, damit du schön gesund wirst. Und schönes Wetter, ne? Ja, ja. Ja, ja. Sie wissen, was ja, ja bedeutet? Leck mich am Arsch. Genau. Was ist das denn noch hier? Wo kommt das denn her? Ei. Vogeleier heißen die Dinger hier. Die auf Vogeleier Deutsch. Hier. Vogeleier hier. Mit so einer Füllung drin hier. Oh, Nachtisch, ey. Boah, ey. Ja, okay. Kann ich auch noch kauen? Ja, geht, ne? Und? Oh. Mach dich ein Leben wie Paradies hier, du echt, ey. So, Jungs und Mädchens. 165 Watt für drei Mann. Das waren also dreimal Suppe, zweimal Wasser. Vorne hatte noch mal extra Bauchspeck oder was noch dabei war. 165 Watt sind umgerechnet 4,30 Euro. Gell, kann man machen, ne? Ist nicht schlecht. Und lecker, ne? Schnapper. 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 Und noch gesund. Ich fühle mich schon wieder richtig fit. Weiter geht's. Gold kaufen. Ja. So, und jetzt pass auf. Pass auf mit dem Moped hier. Hier, Sakuna Korn, die Goldstraße. Guck, da hat es überall das, was rot ist, ist alles hier Goldshop. Goldshop, 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 Goldshop. Wir haben alle zu. So, Jungs, und da werden wir jetzt hier schön mit dem dicken Daimler hier mal vorfahren. Hier war ein Parkplatz auch hinter mir, sag mal. Ei, wie misslich. Bin ich gerade zurückstoßen. So. So, hier. Wie diese, ne? Ding, ding, da. Oh ja, richtig da. Ja, schön, hier kann man parken. Ja, richtig. Wenn ich da mit meinem dicken Daimler komme hier, zahle ich gleich das Doppelte hier, ehrlich. So. Ich habe kein Geld. Ich habe Geld nötig. Bye, Leute. So, welcher Shop darf es denn sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alleine hier, 8 Stück, auf dieser Ecke hier. Wer darf es denn sein? Keine Ahnung, ich folge Porn. Wir folgen mal am besten Porn, aber die folgt dem Hund wieder hier. Oh. Töchterchen möchte. Zu groß. Diese und man hat diese. Zu groß, die sind zu groß. Also bis jetzt sind das hier meine Favoriten. Ja. Bisschen. Aber die könnten ein bisschen dicker sein. So ein bisschen. Lass sie erstmal wiegen, was sie kosten. Ja, stimmt. Stimmt. Genau. Okay. Check mal. Ani, check mal. Da, der Kilo 8.750. Ach, okay.
Mit der Hälfte vielleicht gerechnet? Ach, da hast du dich aber jetzt verrechnet. Ach, Wahnsinn. Sag mal, gibt es nicht noch ein bisschen leichter? Ja, Tatsache. Also der aktuelle Goldpreis ist 32.150. Ankauf 32.050 für ein Bat Gold. Haben wir schon gelernt. Ein Bat Gold sind 15,16 Gramm. 4.580, die Kleine. Dann, Gramm. Ganz klein. Ganz klein. Kann halt auch kein Geld scheißen, ne? Ach, du auch nicht? Nee, ich tatsächlich auch nicht. Oh, das ist ja misslich, du, ehrlich so. Genau, wir haben noch was von Zoom mit Lotterie. Können wir noch ein paar Lotterie kaufen, aber wir machen nicht alle auf einmal. Wir machen so, ne, so diese Lotterie drei Stück dann und dann nächste Lotterie nochmal drei Stück. Und dann. Schau mal. Schön. Das wird jetzt was. Vielen Dank, Su. Wann ist Lotterie? 16. Ja, dann wollen wir gucken, dass Su dann recht hatte. Auf geht's. Nimm da rein, wa? Gottes Willen, jetzt kommen wir gerade hier rüber. Porn hört wieder chip, chip, chip. Komm, Vögel gucken. Ach, der hat Vögel. Ach, der hat Vögel. Und der hat auch Fisch, hat er auch. Kalare, Pavilze, Guppies, Barsche. Das Kalan muss ich immer an Findet Nemo denken. Bisschen klein, aber es hält man nie so. Die Kampffische. Ja, die brauchen ja keinen Sauerstoff mehr. Die holen das ja von oben weg dann da. Sauerstoff. Nur Wellensittiche, die will Korn ja nicht haben. Hat Korn gesagt, nee. Oh! Warum nimmst du die Ohrringe nicht? Weil das nur ein Teil ist. Ja. Und wenn man die aufmacht, dann, also das hat keinen Verschluss oder so. Man knickt die einfach um. Ja. Und wenn ich die so am Wochenende bzw. jeden Tag rein und raus mache, ja, dann denke ich oder habe ich Angst, dass die irgendwann einfach brechen. Da ist also kein Klipp-Klapp dran, ja, irgendwas. Das ist nur ganz aufbiegen, zubiegen. Ja, ja. So, zubiegen, ja, aufbiegen. Genau. Und das machst du vielleicht 100 Mal und dann knackt das Ding bestimmt ab. Wie so ein Stück Draht. Ja, ist auch noch eine Bilder, genau, ne? Also, ja, ist mir auch nicht ganz geheuer, muss ich auch groß sagen. Schade. So, Kinder. Kein Gold gekauft. Malaika hat gerade erklärt, warum. Ist doch bestimmt blöd, weil da kein Verschluss dran ist. Und wie lange hält das wirklich? Ne? Ich weiß das auch nicht so. Hier! Auf der Suche nach Mais, wie immer. Du packen da Schatten, oder? Oh, Schatten, ja, wenn ich abschatten hier. Ja, warte hier. Da ist Mais, schon gesehen. Hast du schon was, ja? Da hinten, genau hinter mir. Okay. Wir haben noch was, wir haben noch was. La 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 la, da ist noch Mais. Genau für uns die zwei, oder? Beide mitnehmen. Ich habe doch letztes Mal nur einen Spaß gemacht, Jungs. Das ist Minze. Das kann man doch riechen, das ist Minze. Das ist doch kein Basilikum. Ich habe doch nur einen Spaß gemacht. Ich habe doch keine Ahnung vom Kochen, das wisst ihr doch wohl. Aber riechen kann man das schon, dass es Minze ist. Was sind wir jetzt denn? Big C! Ah, letzte Chance. Letzte Chance. Das Problem ist immer der Verschluss. Was musst du nicht aufnehmen, weil es immer noch das gleiche Team. Ja, ich dachte gerade immer noch dasselbe mit dem Verschluss. Das haben sie alle wohl. Für ein Eis hat es noch gereicht. Für jeden. Vorne auch ein Eis. Oh! Naja. Aber keine Sitzgelegenheit. Das ist misslich. Der alte Mann muss sitzen. Ja, ich hab's gerne, weißt du, dann
kann ich mehr lutschen. Bei Leuten. Ich muss übrigens meine Aussage zurücknehmen von vor ein paar Tagen, von wegen, dass Papa wenig essen würde. Dem ist natürlich nicht so. Was ist das denn? Wie Sie sehen können, sehen Sie ein Eis. Ein Mann ohne Hals und kein Eis. Raus mit dir! Sitzgelegenheit gefunden, schön im Schatten, unterm Baum, mit bisschen Musik, Boney M dabei. Jungs und Mädchens, vielen Dank an den Ernst. Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir, wir sind hier auf dem Weg jetzt nach Hause, weil Malaika ja keine Ohrringe gefunden hat. Wann war Termin? Wir haben das Thema jetzt ja schon hier eigentlich abgehakt. Dann da. Jetzt hat doch der Ernst dann da noch einen Betrag, den ich jetzt hier nicht nennen möchte, aber einen nicht unwesentlichen Betrag. Unwesentlich. Nicht unwesentlichen Betrag hier für die Malaika gespendet. Und jetzt fahren wir doch noch zurück. Guck mal, wo wir jetzt hier sind. Guck mal, wir sind ja hier kurz vor letzten Ampel hier. Ja, die Himbeeren, Erdbeeren. Ja, wir sind aus Sakuna Kwan, sind wir ja schon wieder raus jetzt dann da. Und jetzt hat ja Malaika dann doch jetzt genug Geld und jetzt fahren wir dann doch zurück in den ersten Laden und kaufen da doch noch die Ohrringe. Ja, ich werde bekloppt. Ja, auf dem Nachhauseweg geht's Handy, bim bam, bim bam, porn geht das Telefon. Da, guck mal, du hat der Ernst, der hat dafür was für die Malaika gespendet. Ja, und nun, was steht denn da? Für die Ohrringe. Ja. Die dann kaufen, die ersten mit dem Verschluss. Schauen wir gleich nochmal. Auf geht's. Guck, jetzt fahren wir nochmal zurück. Ja, ich werde bekloppt. Ich werde bekloppt. Ernst, das hast du gut gemacht. Wir haben jetzt gerade nochmal diskutiert, weil alle, wir waren ja in drei verschiedenen Läden drin und alle haben die gleichen Verschlüsse und da muss ja irgendein Sinn hinter sein. Also das muss ja halt, sonst würden die das ja theoretisch nicht machen. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich trage keine auch nicht. Ohrringe. Ich bin also da nicht derjenige, der wo Ohrringe trägt, ja? Also das ist eigentlich ein Thema, was Porn jetzt beantworten kann. Halten die Verschlüsse? Sind die gut? Wie lange halten die? Lange. Ja. Diese man für Kinder. Because die Kinder, man hat... Ach so, ja, das kann man jetzt nicht sehen. Sie zeigte gerade hier die mit den Stöpseln. Ja. Für Kinder. Ja. Also hinten die zum Stecken oder Schrauben da? Stecken, ja. Die sind für Kinder, ja, okay. Also entweder ich nehme die... Also entweder ich nehme die vom Anfang, die kleinen, oder ich lege selber noch mal was zu und nehme die größeren. Das muss ich jetzt noch kurz... Muss noch mal in mich gehen und noch mal kurz überlegen. Gehen Sie noch mal kurz in sich. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten Zeit. Okay. Ne? Also, gut, dass wir heute früher sind. Wir sind 2:30. Ja, gut, dass Paul noch da ist und die Hunde wieder... Futter geben kann. Aber das machen wir heute in dem Video, weil das passte ja heute, wegen der, ehrlich du, wie die Faust aufs Auge, sag ich dir ehrlich du, das war jetzt also nicht irgendwie jetzt hier abgesprochen oder jetzt gestellt oder was, gell, ehrlich du, heute jetzt gerade du in dem Augenblick, du kommst dann hier und wir sind ja unterwegs und gucken wegen den Ohrringen. Wann war Termin, Lena? Stimmt. Ja. Wirklich war das. Naja gut. Aber so ist das halt live dabei beim Uwe. Alles echt, alles in Farbe. Ja, wir haben ja Zeit heute. Ist ja nicht schlimm. Hier an der Ampel bitte warten, gell? Da ist ein Schild und da heißt, guck mal da, warte auf das grüne Schild. Auf den grünen Pfeil. Ne? Also es gibt wenige Ampeln hier in Thailand. Normal kannst du immer links abbiegen, aber es gibt auch solche da. Polizei warten da hier. Polizei warten schon? Ich sehe gar nicht, wo ist denn der? Da! Ich sehe gar nicht, wo ist denn der? Die hier warten. Um die Ecke? Ja, in die Ecke. Ich kann nicht um die Ecke gucken, kann ich nicht. Ja. So. Der sitzt da, warten.
Jetzt kannst du fahren. Siehst du, kommt ein grüner Pfeil. Da steht er. Ja. So viel also nicht eine. So, das heißt. Das war der erste Shop, ne? Ja. Kann das Backen vorne. Ja, wenn wir einen Parkplatz da finden, Schatzi. Nein, ja. Hier, den hat den hier oben. Ja, kann der, ne? Ja, ist doch schön. Damen voll. Der ist doch schön. Simsim Party. Tschüss. Guck, der erste Laden, wo wir drin waren hier, der mit den Preisvolkes. Also, ich muss das ja mindestens so weit aufmachen, dass ich das überhaupt in mein Ohr reinkriege. Und dann mache ich das ja irgendwie so zu und dann ist ja, sieht man ja hier schon, dass sich das verbogen hat. Ja. Ja, was, das ist ja auch das Gleiche, weil das dann so ein... Das ist ja auch wieder das Gleiche, weil das mein Problem ist, dass das alles ein Teil ist. Und dass man das nur so... Dass das so... Also ich meine, ich kenne mich da jetzt ja auch nicht mit aus. Ich auch nicht. Dass das so biegsam ist, das ist halt einfach... Ja, guck mal, das ist schwerer. Das ist mehr Grundreich. Ich meine, die verkaufen das ja so, das muss ja irgendwie. Ich kann dazu nichts sagen. Also, ich kann die Ohrringe jetzt wirklich nicht mit gutem Gewissen kaufen, weil ich mit diesem Verschluss nicht d'accord bin. Also wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob es an dem Material liegt oder so, weil es wäre halt mega schade drum, dass wenn die dann doch kaputt gehen oder so, oder? Ich weiß es ja nicht. Ich muss dann nochmal googeln und so, wie das ist, weil es, ich kaufe ja so teure Ohrringe, damit ich die einmal gekauft habe und dann nicht nochmal neu kaufe, weil die dann halten. Aber nicht die ganze Zeit Angst habe oder dass die dann irgendwann wirklich abbrechen, weil das... Wie oft halt machst du die denn rein, wie oft machst du die denn wieder raus? Ich schlafe zum Beispiel nicht mit Ohrringen. Und unter der Woche trage ich die ja, mache ich die abends rein und abends wieder raus, wenn wir irgendwie wohin gehen, aber ich trage die ja nicht im Dienst. Das geht ja nicht. Heißt, also, ich muss die ja immer rein und raus machen. Ja. Ich weiß auch nicht, wie oft man die auf und zu machen kann, bevor die abknacken. Ich weiß es nicht. Also scheinbar sind die aber so, wie die sagt, einmal reinmachen, jetzt gerade für Kinder und dann bleiben die drin und dann ist das gut. So, dann da, ne? Ja. Aber ich habe da jetzt wirklich so ein schlechtes Gefühl. Also ich kann das nicht glücklich kaufen, es geht nicht. Weil das ist so viel Geld für mich. Also Ernst, wirklich vielen lieben Dank. Ich informiere mich da nochmal, wie das mit dem Material ist und so. Und ja, es wäre einfach viel zu schade drum, wenn die sonst kaputt gehen würden oder nicht. Aber trotzdem vielen Dank. Ich kann da ja auch nicht helfen, ne? Also die sagen ja, das ist jetzt besser. Ich habe gerade hier nochmal ein Foto jetzt gezeigt von den Deutschen, sag ich mal, ne? Mit den Klappverschlüssen da so dran. Sagt die, nein, die sind scheiße, die gehen schnell kaputt. Also ich weiß es nicht, aber es wäre doch mal was an die Damen hier auf unserem Ich wollte Kanal. Genau das gleiche gerade sagen, ja. Siehst du? Wir beide wieder. Also an die Damen hier auf unserem Kanal, wir haben hier auch Thais als Zuschauer hier und gerade an die Damen, wie lange halten diese Ohrringe mit dem einfach auf und zu stecken, so klappen da? Biegen, ja. Biegen. Mach schon nur aufbiegen, zu biegen. Hält das wirklich? Wie oft kann man das auf und zu machen? Weil sie macht es ja regelmäßig, also die bleiben nicht immer drin. Ne? Also,
Ich weiß es nicht. Malaika weiß es nicht. Korn weiß es auch nicht. Und ja, jetzt brauchen wir mal ein bisschen Unterstützung, weil den Damen hier, den kannst du auch so nicht glauben. Ist das Beste, ist ja klar. Ne? Ist natürlich klar. Aber ist natürlich ein ganz einfacher Verschluss. Ne? Warum macht man in Deutschland dann mit so einem Haken dran? Verstehst du? Also. Ja doch, vielleicht, weil das Material da in Deutschland, das ist ja hier, was hast du gesagt, 985er Gold. Und in Deutschland ist das ja nur 500 Schlag nicht rot. Und dass das Material halt einfach nicht aushält. Aber hier schreibt mal in die Kommentare rein, wie das ist. Genau. Weil wenn jetzt mehrere von euch sagen würden, dass das mega gut hält über mehrere Jahre, dann kann ich das mit gutem Gewissen kaufen. Genau. Weil das einfach so viel Geld ist. So machen wir das. So machen wir das. Ganz genau. Ja. Dafür haben wir hier das Schwarmwissen auf dem Kanal. Genau. Und auch sind nicht so viele Damen hier anwesend, das weiß ich schon. Aber die paar, die hier sind, die müssen das ja eigentlich wissen. Ne? Also, machen wir so. Ja, das klingt nach einem Plan. Und dann können wir immer noch nächste Woche oder wann auch immer genau nochmal herfahren und dann vielleicht die Ohrringe wir kaufen. Wir sind ja hier noch 2 Wochen, ist Malaika richtig ja noch hier. Also, das passt. Ja, gut. Okay, schön. Oh, jetzt müssen wir warten. Na komm, ich jetzt erstmal nicht vorbei auf der Strecke hier. Ja gut, dann würde ich sagen, dann machen wir doch mal Absage, oder? Ja. Nach diesem langen Tag wieder. War das ein langer Tag heute? Ja. Eigentlich 3:30. Schon wieder ein langer Tag, ich weiß auch nicht. Nur eben mal so, nur eben Bauhaus, ne? Nur eben mal da. Schon wieder 3:30. Ja gut, macht ja nichts. Habt ihr wieder ein tolles Video zum Anschauen über das wahre Leben in Thailand. Shopping Streets und Goldgeschäfte. Ja. Ja, wir sind da ja nicht so viel drin. Wenn. Oh, oh. Von. Ja. Guck dann immer weiß nach 10 Watt Gold hier. 10 Watt. Weißt du so hier. Ich glaube, ich hab nicht. 10.000 Euro. Ich weiß nicht. Der 1 Watt, der Jan hat nicht mehr. Jetzt. Boah, Digga. Halleluja. Mit Holz. Ja, gut, aber ich würde sagen. Oder haben wir noch was vergessen zu erzählen? Malaika? Nee. Alles gesagt? Ja. Machen wir Schluss für heute? Ja. Dann würde ich sagen, war's das. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn und die Malaika aus Thailand. Leicht erkältet. Nochmal einen recht herzlichen Dank ans Töchterchen. Gerne. Ach, ist dein Husten weg? Fast. Ach, das ist schön. Ich bin noch und etwas verschleimt. Und bei mir ist es, es kommt jetzt schön. Ach, ein schöner Übergang. Und tschüss, ciao. Ich bin tschüss. Ich habe noch einen habe ich noch. Beim Anfang vom Video haben wir hier hup, hup, hup. Und beim Schluss auch 3-mal jetzt gehupt. Ja. So schließt sich der Kreis wieder. Ach, herrlich. Und tschüssle. Tschüssi.